Ja, und auch das ist eine Folge der Nullzinspolitik. Viele müssen um ihre private Altersvorsorge bangen. Und das in Zeiten, in denen die gesetzliche Rente allein immer öfter kaum noch zum Leben reicht. Doch es kommt noch dicker. Millionen künftige Rentner werden womöglich auch noch zu viel an Steuern zahlen müssen, weil der Fiskus sie nicht nur einmal, sondern gleich zweimal zur Kasse bittet. Sandra Becker, 54, Chemikantin. Bis zur Rente hat sie noch 12 Jahre. Karl-Heinz Kressel, 56, Parkettverleger. Er muss noch 10 Jahre arbeiten. Zwei Menschen aus der Mitte der Gesellschaft. Beide Durchschnittsverdiener. Beide werden einmal eine Durchschnittsrente haben. Und noch etwas haben sie gemeinsam. Rund 9.000 Euro, die sie als Rentner zu viel an Steuern zahlen werden. Ich finde es eigentlich unfair irgendwie gegen die Leute, die wirklich ihre Arbeit machen und alles, wo es schon versteuert wird, und dass sie dann nochmal bestraft werden. Schlimm. Ja. Ungerecht, weil wir haben ja schon Steuern für das bezahlt, was das in Rente, was ich an Rente rauskriege. Ja. Was für die beiden noch zur teuren Angelegenheit wird, nahm hier vor 14 Jahren seinen Anfang. Bundesverfassungsgericht, 6. März 2002. Das Gericht verlangte vom Gesetzgeber die bis dato unterschiedliche Besteuerung von Alterseinkünften, also von Renten- und Beamtenpensionen, anzugleichen. Dabei sei aber darauf zu achten, dass eine doppelte Besteuerung vermieden wird. Doppelbesteuerung, was heißt das? Der Bürger zahlt Steuern auf sein Einkommen. Aus dem versteuerten Einkommen die Beiträge in die staatliche Rentenkasse. Und die Rente wird im Alter jetzt noch einmal besteuert. Franz Ruhland war 2002 der Chef der Deutschen Rentenversicherung. Er hat die Regierenden schon damals vor der Problematik der Doppelbesteuerung eindringlich gewarnt. Geschehen ist bis heute nichts. Der Zustand ist nach meiner Sicht verfassungswidrig, denn das Bundesverfassungsgericht hat klar gesagt, dass es in keinem Fall, nochmal in keinem Fall, zu einer Doppelbesteuerung kommen darf. Und diese Fälle häufen sich ab 2015, vielleicht hat es auch schon einige Fälle vorgegeben, aber insbesondere nach 2018, da sind sich nun alle Sachverständigen einig. Wie kommt es dazu? Für Arbeitnehmer, die vor 2005 in Ruhestand gingen, war die Rente größtenteils steuerfrei. Jetzt steigt der Anteil, der besteuert wird, bis 2040. Dann muss die Rente zu 100% versteuert werden. Gleichzeitig sollen die Rentenbeiträge schrittweise steuerfrei gestellt werden. Doch das passiert nicht im gleichen Maße, zum Nachteil der künftigen Rentner. Der Finanzmathematiker Werner Siepe und sein Bruder, der Steuerberater Günther Siepe, haben in einer aktuellen Studie berechnet, wie sich die Umstellung auf einen Standardrentner auswirkt, der in 4 Jahren, also 2020, in Rente geht. Dann werden bei ihm 22.000 Euro rund so viel besteuert, geht er 2030 in Rente, sind es immerhin schon 36.000 Euro. Und geht er erst 2040 in Rente, kommt relativ hohe Summe von 54.000 Euro raus, die zu viel besteuert würde. Dieses zu viel an Besteuerung kostet bares Geld. Bei Sandra Becker und Karl-Heinz Kressel, den zukünftigen Durchschnittsrentnern, sind das ca. 460 Euro im Jahr. Bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung werden daraus rund 9.000 Euro zu viel an Steuern. Ja, da hast du schon das volle Gehalt nicht mehr und dann sollst du dann auch so eine Steuer davon abtreten. Das ist also bestimmt nicht im Sinne des Erfinders. Aber vielleicht im Sinne des Bundesfinanzministeriums? Bereits seit 2007 schlummert dort ein Papier, das plus-minus vorliegt. Autoren? Die damals höchsten Rentensachverständigen im Land, der Wirtschaftsweise Bert Rürup und der Präsident der Deutschen Rentenversicherung Herbert Rische. Schon vor 9 Jahren haben sie zur Änderung des Alterseinkünftegesetzes geraten, da die Übergangsregelung des Alterseinkünftegesetzes bei Zugrundelegung der aktuellen Rahmenbedingungen in erheblichem Umfang gegen das Verbot der Zweifachbesteuerung verstößt. Weder Rische noch Rürup wollen heute dazu öffentlich Stellung nehmen. Im Haus von Wolfgang Schäuble sieht man keinen Handlungsbedarf. Gegenüber plus-minus heißt es lapidar: Auf jede einzelne Studie zu steuerlichen Sachverhalten kann das BMF aber nicht reagieren.
kein Handlungsbedarf, obwohl zahlreiche Sachverständige schon seit Jahren dringend zu Änderungen raten. Schwer nachvollziehbar. Viele, die wissen das gar nicht, was auf einen zukommt. Und deswegen, wenn man dann in eine Rente reingeht, dann bekommt man das erstmal mit und dann ist es aber zu spät. Sandra Becker und Karl-Heinz Kressel sind nicht allein. Die Doppelbesteuerung wird Millionen von Menschen treffen, hat auch der Passauer Staatsrechtler Rainer Wernsmann festgestellt. Seiner Meinung nach müsste der Staat zwingend handeln und das Problem nicht auf die lange Bank schieben. Genau. Das Bundesverfassungsgericht hat das ausdrücklich festgestellt und das ist auch allgemein anerkannt, weil bereits versteuertes Einkommen nicht nochmals bei Vermögensumschichtung der Einkommensteuer unterworfen werden darf. Das wäre so, als ob Sie Geld aufs Sparbuch einzahlen und das stammt aus versteuertem Einkommen und wenn Sie das Geld abheben, müsste es nochmal versteuert werden. Das kann nicht sein, das ist eine Doppelbesteuerung. 10 Jahre haben Sandra Becker und Karl-Heinz Kressel noch bis zur Rente. Ob das Problem sich für die beiden bis dahin erledigt hat? Die Politik verweigert momentan eine Lösung. Erst ein erneuter Richterspruch aus Karlsruhe könnte helfen. Doch dazu muss ein doppelt besteuerter Rentner erst mal klagen.